Es wird Zeit für einen neuen 700 € Gaming-PC inklusive RGB und deutlich besseren Komponenten als der letzte 1100 € Mediamarkt-PC geboten hat. Das Gute ist, jeder kann diesen PC genauso wie er steht haben. Ansonsten, falls dir mal langweilig ist oder du mir einfach beim Failen zuschauen willst, komm auf Twitch vorbei. Jeden Montag und Mittwoch wird gezockt. Setup Reactions, Hardware Talk und Giveaways. Den Link zu Twitch findest du in der Beschreibung. Ganz wichtig, merk dir den 27.02. Dort lasse ich eine richtig große Bombe platzen. So ein Feuerball, Junge! Schön dranbleiben, du kannst heute was richtig Geiles für dein Gaming-Setup gewinnen. Im Grunde das Ultimative im Bereich RGB. Starten wir mit dem Case, ein Colink Inspire K6 RGB. Beleuchtet ist dieser Streifen in der Front, umgeben von gebürstetem Aluminium. Naja gut, das ist eigentlich nur Plastik, aber sieht halt gut aus. Im Heck sitzt ein 120mm Lüfter, das I/O-Panel ist top ausgestattet und das Sichtfenster aus Glas ermöglicht uns eine gute Sicht auf die Komponenten. Neben dem Mainboard lassen sich zwei SSDs und zwei HDDs im HDD-Frame unterhalb der Netzteilabdeckung verbauen. Gleiches gilt auch für das 400 Watt Be Quiet Netzteil mit allen wichtigen Schutzschaltungen, 80+ Bronze und schwarzen Kabeln. Gleichzeitig ist es mehr als ausreichend für die gesamte Hardware und bietet auch noch genügend Upgrade-Möglichkeiten, zum Beispiel für eine RTX 3060 Ti. Damit du natürlich auch ein paar Spiele installieren kannst, setze ich auf eine 480 GB Crucial SSD, die über SATA mit dem Mainboard verbunden wird. Die Leistung ist top und sie ist einfach unfassbar günstig. Was will man mehr? Mehr RGB? Mehr Leistung? Dann schau unbedingt auf unserer Website gamingguides.de vorbei. Dort findest du die besten Gaming-PCs für jeden Geldbeutel ist etwas dabei. Mehr dazu in der Beschreibung. Das Netzteil versorgt nicht nur die SSD, sondern auch ein Gigabyte B560M DS3H V2. Ein Micro-RTX Mainboard mit 6x USB 3 und 4-Pin RGB-Header, PCI Express 4.0 Unterstützung und einem Realtek AC897 7.1 Soundchip. Ja gut, okay, ich nutze hier die B460 Version, die ist allerdings identisch zur B560 Version. Ein Kauf hätte sich damit für mich persönlich einfach nicht gelohnt. M.2 SSDs oder auch SATA Speichermedien lassen sich problemlos anschließen. Das gilt auch für 4 Lüfter. Außerdem gibt es noch 16 GB DDR4 mit 3000 MHz CL16 in Form der sehr guten G-Skill Aegis, die zum Zeitpunkt des Videos mal wieder echt günstig sind. Falls du dich jetzt schon fragst, wie man jetzt einen PC zusammenbaut, dann findest du dazu auch natürlich die beste Anleitung fürs PC-Bauen im Netz in der Beschreibung verlinkt. Was darf nicht fehlen? Ganz klar, eine gute CPU. Ich setze auf einen i5-11400F mit seinen 6 Kernen und 12 Threads und 4 GHz Takt. Gleichzeitig ist es die beste CPU für 150 € und ein paar Prozent schneller als ein 10400F. In der Boxversion gibt es einen CPU-Kühler dazu, der ist an sich okay, aber für 30 € mehr gibt es auch einen sehr coolen LC-Power-Kühler mit ARGB und leisen 120mm Lüfter. Die Beleuchtung lässt sich zusammen mit dem Case über das Mainboard bzw. RGB Fusion 2.0 steuern. Der Kühler ist übrigens bei der 700 € Konfiguration mit einkalkuliert. Windows 10 bekommst du bei CDK Deals für kleines Geld. Mit dem eingeblendeten Code kannst du noch mal ein paar Euro sparen und den Windows Aktivierungskey findest du in deinem CDK Deals Account. Den einfach kopieren und im Windows Aktivierungsassistenten einfügen. Das war's. Windows ist aktiviert, damit ist alles cool. Mehr dazu in der Beschreibung. Bis hierhin kostet dieser PC ca. 450 € und somit bleiben noch mindestens 250 € für eine gute GPU. Hier gibt es allerdings nur eine mögliche Wahl, wenn man gebrauchte GPUs außen vor lässt. Sprich, man kauft etwas Neues. Die GTX 1650 mit dem schnelleren GDDR6 Speicher. 4 GB sind je nach Spiel und Auflösung und Einstellung noch ausreichend. Generell ist die Karte allerdings auf jeden Fall als Platzhalter zu betrachten. Dass man damit spielen kann, zeige ich dir gleich, aber es geht auch deutlich besser. In eine GTX 1660 oder 1660 Super zu investieren, macht gar keinen Sinn, denn die neue RTX 3050 ist deutlich schneller und teilweise sogar günstiger.
aber sie passt halt leider einfach nicht in den 700 € PC rein. Mit Grafikkarte kostet das heutige System sogar weniger als 700 €, damit die ganzen Internet-Rambos heute keine Möglichkeit haben zu meckern. Denkt dran, 27.02. geht's richtig ab und falls du sagst, hey, ich habe 800 € gespart, dann schau dir unbedingt meinen neuesten 800 € PC mit der RTX 3050 an. Oder auch zum Beispiel den neuesten 1000 € PC mit dem extremst guten Core i5 12400F, wogegen ein Ryzen 5 5600X fast schon überflüssig wirkt. Dazu eine RX 6600 und zack, gibt es High FPS Gaming on Point. In Kooperation mit Nanoleaf könnt ihr eines dieser geilen Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kits mit 9 LED-Modulen gewinnen. Mehr dazu in der Beschreibung. In 3D Mark Firestrike gibt es heute 9200 Punkte und in Timespy gute 4000 Punkte. In Rainbow Six Siege bei Full HD und im Preset hoch schafft das System im Durchschnitt 160 FPS, was definitiv sehr flüssig ist und auch sehr gut ist für eine GTX 1650. Apex Legends bei Full HD und mittleren Einstellungen läuft sehr flüssig mit durchschnittlichen 105 FPS. Falls du nach einem Monitor suchst, dann check auf jeden Fall meine Monitor-Kaufberatung ab, die findest du natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Borderlands 3 bei Full HD und im Preset Mittel. Borderlands läuft somit mit entspannten 75 FPS sehr gut. Fortnite läuft bei Full HD und im Preset Mittel ohne Schatten mit 110 FPS sehr flüssig. Ich zocke ohne Schatten, weil mich halt einfach diese Mikroruckler durch diese Schatten, wenn man sie aktiviert, einfach nerven. Forza Horizon 5 bei Full HD und im Preset hoch läuft laut dem Benchmark-Modus sehr gut mit 60 FPS im Durchschnitt. Damit natürlich flüssig. Wo die Grafikkarte definitiv überfordert ist, ist Call of Duty Warzone Full HD, normale Einstellung. Hier gibt es im Schnitt nur 50 FPS, also mehr oder weniger nicht sonderlich flüssig und auch nicht zu empfehlen. Assassin's Creed Valhalla in Full HD und im Preset Mitte läuft mit 50 FPS okay, mehr FPS wären besser, aber das wird halt einfach nichts mit einer GTX 1650. Zugegeben, mit einer gebrauchten GTX 1060 hätte man jetzt mehr FPS, aber ich hätte dann auch wiederum auf den langsameren Core i5 10400F setzen müssen und ein CPU-Killer ginge auch nicht. Mein Ziel war es einfach, jetzt gute FPS auf Basis von Hardware, die wirklich sehr gut ist, zu realisieren. Die GPU mal ein bisschen außen vor lassen, ist ja sowieso eher eine Art Platzhalter, damit man halt langfristig gesehen länger Ruhe hat. Sehr guter Core i5 11400F, gutes Netzteil, gute Kühler, gutes Case, was will man mehr? Später einfach die GTX 1650 rausnehmen, eine andere leistungsstärkere Grafikkarte reinbauen, ab geht's. Bock das Ding nachzubauen? Alle Teile findest du in der Beschreibung verlinkt. Mehr geht derzeit nicht. Danke fürs Zuschauen und auch deine Zeit. Vergiss nicht den Channel zu abonnieren, Glocke zu aktivieren und dann bis neulich. Ganz genau, ciao!